Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Ida Bizzetti und oh, willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dino. Dino! Oh, der DNR kann schreien. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann es nicht mehr richtig ausprobieren zu schreien. Wir haben ein paar Einstellungen geändert, also der DNR hat ein paar Einstellungen im Discord geändert. Jetzt müsste er eigentlich wieder auch schreien zu hören sein. Ist das schön? Das ist ja wie Musik für meine, für unsere Ohren, Freunde. Ja, was geht ab euch? Seid alle gut drauf oder was? Ich kann euch nicht hören. Nochmal, mach mal ein bisschen Lärm in den Kommentaren. Mach mal ein bisschen Lärm. Ja, wir sind letzte Folge zusammen mit dem DNR. Wir vor allen Dingen sind zusammen mit dem DNR. Wir alle sind gemeinsam letzte Folge nochmal ein bisschen mit unseren Säbelzahntigern. Wir auch jetzt gerade losgelaufen, um noch ein bisschen Hype zu sammeln. Denn wir wollen heute natürlich den Giganotto-Sattel machen. Ich glaube, ihr könnt es auch nicht mehr erwarten, dass wir endlich mal den Giganotto reiten. Um damit mal vielleicht eine kleine Reise zu machen. Vielleicht können wir damit mal eine kleine Reise machen. Den mal richtig auskosten. Wobei wir natürlich nicht beide auf dem Giganotto sitzen können, ne? Das ist ein bisschen traurig auch. Nee, nur einer. Einer scoutet von oben so ein bisschen und der andere und sagt, wo die nächste Beute ist und der andere macht mit dem Giganotto kurzen Prozess, aber ratzfatz kurzen Prozess eigentlich, ja. Genau, aber für den Giganotto brauchen wir noch ein bisschen Hide, aber ihr seht ja, wir sind schon genau wie in der letzten Folge hier wieder dabei, den Fluss entlang zu laufen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, um relativ schnell viel Hide zu kriegen. Zack, da kann ich mal meinen Pteranodon abhauen hier. Wird alles weggesnackt. Ich würde mal ganz kurz hier flussaufwärts. Ist das aufwärts? Nee, ist eigentlich abwärts, weil der Fluss kommt der. Warte mal, läuft der ins Meer oder kommt der vom Meer? Läuft ins Meer, oder? Der also läuft ins Meer, bei uns läuft der ins Meer, also gehen wir flussaufwärts gerade. Ja, wenn wir mal die Strömung lesen, die sagt irgendwie eher was anderes, finde ich. Sieht irgendwie aus, als würde es vom Meer weglaufen. Ja, es geht, glaube ich, alles einfach nach Westen hier immer. Aber, oder nach Osten besser gesagt. Aber, die Ark ist ja auch, hat ja auch eine echte Geschichte und in der Ark-Lore ist es ja auch so, dass die Ark kein funktionierendes Ökosystem sind, ne? Das ist ja alles künstlich erschaffen. Deswegen auch die Artefakte und nachher auch der Overseer, der Hüter eigentlich dieser Ark und die ganzen Bosse und so. Hast du jetzt die Geschichte durchgelesen oder was? Es gibt auch Videos dazu. Hast du jetzt Videos dazu angeguckt oder was? Vielleicht schon vor einiger Zeit. Vielleicht aber auch. Ist ganz spannend. Nein, aber ich muss eigentlich mal wieder, weil ich weiß gar nicht mehr ganz genau, schon lange her. Aber Ark hat eine richtig kranke Geschichte, weißt du, wo dann auch alles Sinn macht mit den verschiedenen Maps und sowas. Ja. Ja, das stand auch, glaube ich, in den Kommentaren, dass jemand gesagt hat, dass die Geschichte eigentlich ziemlich cool ist. Ja, und eigentlich, wir klicken die halt immer weg, weil die Geschichte kommt auch immer so ein Teil mit den Dossiers, mit den, wenn wir diese extra. Ja, wir haben ganz andere Probleme als die Geschichte von Ark eigentlich immer in diesen Situationen häufig. Aber ich bin tatsächlich auch generell, muss ich zugeben, nicht so der Geschichtenverfolger in Spielen. Also ich bin dann schon meistens eher der, das so durchklickt. Das war ganz früher mal ein bisschen was anderes, als man noch irgendwie noch Pokémon am Gameboy gespielt hat oder so. Aber bei den meisten Sachen eher so durchklicken, durchklicken. Ich will einfach nur zocken, die Geschichte juckt mich nicht so sehr. Dabei gibt es ja bei voll vielen Spielen voll die krasse Geschichte hier so. Keine Ahnung, Warcraft oder irgendwie sowas. Gibt ja auch Kinofilme dann und so. Das sind ja schon die richtigen Stories, aber irgendwie in so Games bin ich da irgendwie nie so krass drin gewesen und bei Ark tatsächlich auch nicht. Aber ich zieh's mir mal rein, einfach jetzt, wo man das Spiel so gefühlt 8 Jahre zockt, könnte man ja vielleicht einfach mal ganz grob mal drüber gucken, worum es eigentlich geht. So, wir holen jetzt, würde ich sagen, noch die Brontos. Hast du noch grob im Blick, wie viel Hide wir eigentlich bräuchten? Ja, nochmal so 5000 oder sowas. So viel? Also hier waren auf jeden Fall schon ein bisschen was im Inventar. Weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt seit letzter Folge die Säbelzahntiger gesetzt haben. Ich hatte alles rausgenommen, doch. Wir haben in der letzten Folge hatte ich alles rausgenommen und dann gecheckt, wir brauchen noch was. An dem hier waren deswegen noch so 600 drin oder so. Dann war das gut, vielleicht also meiner nix, und ich hab's nicht rausgenommen. Bin mal gespannt, ich werde dir mal nicht abbauen gleich, sondern nur du, dann gucken wir mal, wie viel in einem drin ist. Ja, so richtig lohnt tut's das, glaube ich, gar nicht. Also verhältnismäßig dafür, wie lange man mit denen kämpft und was man danach herauskriegt. Ja. Okay, ich nehm's zurück. Es waren 412. Ja, lohnt sich trotzdem nicht. Also kriegst du auch 2 Trikes mehr. Ja, aber du hast halt dann direkt einen, weißt du? Die Trikes musst du halt erstmal wieder finden. Naja. Jetzt haben wir hier noch Baby Bronto, da knall ich mal die ganze Zeit drauf hier. Der DNR scheppert da hinten den Bronto raus. Wie viel kriegst du da auch wieder bei 400? Ich mache. Ich frag mich gerade, ob es, also 200, 300, ja knapp 400. Ich frag mich, ob wir vielleicht mehr bekommen würden, wenn wir das mit unserer mega krassen Axt machen würden. Lass das mal beim Baby gleich probieren. Ah, weißt stimmt. Du? Hast recht. Müsste das Baby genauso. Kannst du mal mithelfen? Das Baby geht ja nie. Ist es bei dir auch gerade im Boden verschwunden? Ja, ja. Es ist ertrinkt gerade. Müsste das Baby genauso viel geben wie auch ein Elternteil? Ich weiß nicht, also Leben hat es ja genauso viel, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Stopp!
Und jetzt gehe ich mal mit der Axt. Warte mal, welche Axt ist besser? Also die normale Axt, weil die schabt ja sozusagen die Haut ab. Wie viel Prozent hat deine Axt, meine ich? Meine hat 557. 536 und ich habe 160 okay. Milli-Damage. Dann probiere ich das mal. Hat nur 224 gegeben, also da sind die Säbelzahntiger anscheinend besser. Ja, oder es lag daran, dass es halt ein Baby war. Noch ein Baby? Ja, das ist aber ein Juvenil, ne? Das ist schon jugendlich. Das können wir jetzt aber dann mal wieder so abbauen und dann mal wieder gucken. Ich habe ja, das Gefühl, dass aber der muss eigentlich mehr geben als ein Baby. Wie lange es dauert, ne? Das ist krass. Und wir machen schon richtig viel. Jetzt, Schaden. Du? Boah, der hat auch nur 256 gegeben. Ja, ich glaube, es ist echt gar nicht so schlecht, wenn wir das mal mit der Hand versuchen, weil wir ja schon diese krank guten haben, ne? Ja. Müssen wir nicht mal bei dem normal großen gucken. Es ist natürlich, lohnt sich nicht immer, weil man erst absteigen muss und so, aber hier ist wieder ein Phenomia. Bin hier gerade noch bei dem kleinen Triceratops. Bei dem probiere ich es mal. Und oh, der gibt Hand. Mir. Scheiße, ich habe auch so mit der Hand drauf geboxt und zwei Hide rausgeholt. Mein Sabrino hat alleine gekillt, warum auch immer. Irgendwer hat ja nochmal gesagt, wenn oben rechts das schwarze Gewichtssymbol ist, dann heißt das irgendwas. Irgendwas hieß das nochmal. Das hatten wir schon mal die Situation, da wurde uns in den Kommentaren erklärt, wenn oben dieses schwarze Gewicht, seht ihr das Leute oben rechts? Wenn das da drin ist, dann bedeutet das irgendwas, was ich wieder vergessen habe. Oh, scheiße. Mir war genau das gleiche. Auch oh, Mosh-Ops, welches Level? 10. Brauchen wir nicht. Ist auf jeden Fall viel schneller, das einfach so abzubauen. Das die alleine Schildkröte hat auch relativ viel gegeben, eben, meine ich. Ich dachte irgendwie, die gibt da hauptsächlich Keratin, aber so wenig halt war gar nicht dabei. Okay. Na, es macht echt Spaß mehr mit draufsetzen, weil das geht einfach flotter und da macht man halt auch nicht ständig einen Fehler. Ja. Hey, sie hat gerade gar nichts von abbauen. Links ist so einfach nichts passiert. Ich konnte nicht sehen, dass ich irgendwas abgebaut habe. Also ich habe hier in dem Inventar, lass mal gerade gucken, 5600 halt. Ich sehe nicht mehr, was ich abbaue. Ich krieg links keine Ressourcenanzeige mehr. Leute, man muss dazu sagen, wir sind in einer neuen Aufnahmesession und es hat, ich mache mich gerade mal kurz auf den Weg zurück, dann kann ich auch nochmal kurz überfliegen, wie viel uns noch fehlt. Ich habe 2000. Sehr gut, ich habe 2,6, das sollen ja dann schon 5 eigentlich sein. Ist eine neue Aufnahmesession und es ist ein ziemlich großes ARC-Update rausgekommen, was wir jetzt hier vor dieser Aufnahmesession 14 Gigabyte, Alter! Was wir installiert haben. Und irgendwie einige Sachen haben sich verändert. Also die Einstellungen sehen komplett anders aus, aber auch die Einstellungen selber haben sich einfach, was heißt zurückgesetzt, also die haben sich halt einfach verändert. Also das, wenn man vorher, keine Ahnung, Frame Generation aus hatte, dann ist das jetzt plötzlich an. Und ist alles ein bisschen komisch. Und es gibt wohl auch einige Bugs, wer hätte es für möglich gehalten, dass ein Arken-Update macht, dass es da einige Bugs gibt. Vielleicht, dass ich jetzt hier nicht richtig abbauen kann oder so, oder dass mir die Ressourcen nicht mehr angezeigt werden. Hier, ihr könnt sehen, ich baue den ab, aber links wird mir nichts angezeigt, während eben kurz aber angezeigt wurde, aber dass ich einen Fleisch vertippt habe. Aber im Inventar siehst du, dass mehr kommt? Oder nicht, dass irgendwie ausgestellt als Victim Item Collection oder sowas und jetzt holt er immer nichts mehr? Ja, sieht irgendwie nicht so aus. 2598 hatte ich, glaube ich, eben auch schon Harvesting Settings, ne, ist aber eigentlich alles an. Weil bei mir steht es weiterhin. Also will ich mal beobachten, bevor du den nächsten abbaust, nicht, dass du wirklich gar nichts mehr bekommst. Weil ich bekomme auf jeden Fall noch. Wäre aber komisch, weil ich habe überhaupt nichts umgestellt. Also ich habe ja mir nirgendwo irgendwo in irgendein Menü gegangen oder so. Aber ja, ich werde auf jeden Fall darauf achten. Das kann man pfeifen? Spaß. Nee, ich glaube nicht, war nur ein Witz. Das wäre auch schön, nochmal ein Hotkey da drauf. Bitte ab jetzt keine Ressourcen mehr abbauen. Wenn ich drauf sitze, auch so völlig random Einstellung. Hier ist übrigens noch ein Bronto, sollen wir den auch noch eben mitnehmen? Ja, und dann kommt der Jobtrader runter. Du weißt, wir sind immer auf der Suche nach einem Mega-Fail. Stopp, nein, nicht mit dem Bronto, nicht mit dem Seppi, nicht mit dem Seppi. Der rennt von alleine. Ah! Der baut echt ab! Chill. Ja, passiv stellen kurz. Macht er das dann? Harvesting Settings? Ach so, der war auf Enable. Victim Collection, das kann der ruhig anmachen. Das habe ich wahrscheinlich gerade geändert, oder? Ich bin wahrscheinlich wieder zu blöd gewesen. Ich gucke jetzt mal. Also, er hat jetzt mit im Inventar 2598. Beiß hier einmal rein. Ich bekomme nichts angezeigt und. Ja, er farmt einfach nichts mehr. Vielleicht hängt das mit dem schwarzen Symbol oben zusammen. Weil du so schwer bist, aber du kannst ja noch reiten die ganze Zeit. Weil er irgendwie keinen Platz mehr hat im Inventar. Irgendwie sowas war das, Mann. Wie ist das doof? Ah ja, du hast zu viele Slots oder so. Hast du vielleicht ganz viel Prime Meat drin von den Babys, die du gekillt hast, du Asi. Jetzt geht's, das ist es gewesen. Jetzt haben wir es, die Auflösung. Alles verschwendet. Eine Folge verschwendet beim Farm mit Hype. Man kennt's. Nee, das war erst zum Schluss. Spaß.
Aber ja, okay. Gut, dass wir die Aufklärung noch in der Folge haben, sonst wären alle in den Kommentaren wieder ausgerastet. Wir haben natürlich auch mitgekriegt jetzt, wie gesagt, neue Aufnahmesession, dass ihr sehr ausgerastet seid, dass ihr immer noch... Oh, ja. Guck du mal rein, das Blau. Guck du mal bitte. Blau ist was für den, da sind nämlich Opfersachen drin. Für denjenigen, der da nicht man muss man sich hier nicht die Mühe machen, einmal rückwärts zu gehen. Also die Mühe muss man sich wirklich nicht machen. Ja, der Dena guckt schon. Und oh mein Gott! Ja, was? Wie, oh mein Gott? Ist nichts Gutes. Ja, eben. Guckt Meat Jerky aber immerhin, ey. Wir haben auf jeden Fall auch in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch extrem darüber abgefuckt habt. Das ist schon untertrieben fast. Dass hier unsere Dinos immer noch so durcheinander haben und ihr wollt irgendwie eigentlich unbedingt irgendwie ein Gehege haben. Wir haben auch den Vorschlag gesehen, dass ihr gesagt habt, hier, wir wollen, ihr wollt, dass wir das Paradies als Gehege umbauen und so. Wir haben aber in der Zwischenzeit ja auch diesen Turm gebaut. Ja, das haben die Leute noch nicht gesehen. Das haben die Leute noch nicht gesehen. Dazu haben wir das Feedback noch nicht gesehen. Und ich bin, oder ich, also, ich glaube, wir sind beide eigentlich eher dafür, dass die, die noch rumstehen, wir einfach mit der Kryokapsel einsammeln. Hey, die sollen rund um den Wachturm stehen! Ja, aber man kann vielleicht noch ein bisschen reduzieren. Ja, aber doch nicht unsere Belzebufos, die hier gerade zum Beispiel, die, ich weiß doch, nicht, was mit denen los ist, ob die auf Wendering stehen oder so, die hüpfen die ganze Zeit rum. Vielleicht sind sie auf aggressiv, aber ich kann mich drum kümmern, ich bin der Manager, ich bin der Ja gut, aber das, Dena, das hat jetzt sechsstellig, dreistellig Folgenzahlen, Klicks, also nicht geklappt. Klicks? Ja, das war irgendwie ein komisch verdrehter Satz, aber... Was ich damit sagen wollte, es hat sehr, 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 sehr viele Folgen nicht geklappt, dass wir das hier gemanagt bekommen haben. Ich würde jetzt nicht anfangen, wirklich diese Frösche jetzt wieder, oh, diesmal kriege ich es aber hin, jetzt werde ich die nicht auf aggressiv Doch. Stellen. Nee. Ich sag dir, ich Nein. werde das, I can fix him! Okay, Leute, dann könnt ihr das alles, bitte auf dem DNR, bitte bei mir nicht in die Kommentare schreiben, ich bin auf eurer Seite, könnt ihr dann beim DNR flamen. Ich mach Behavior und ich mach halt... Following Distance jetzt auf Highest und ich gehe rauf und mache Behavior und dann mache ich Copy Settings to nearby Beelzebufos und jetzt werden alle Beelzebufos bekommen jetzt diese Einstellung. Sieben du, Stück. Sieben. Du hast nur den Gigasattel. Ich kann ihn noch gar nicht machen, weil ich noch gar nicht hoch genug bin vom Level. Hä? Das ist ein Blueprint. Ach, wir machen Blueprint. Ist der in der das Smithy? Das ist ein kranker Blueprint, ist sie, ja. Und der ist in der Smithy. Wir brauchen noch 4.000, unter 4.000 Hide. Wir brauchen noch 3.000, ungefähr, ja, 4.000, ja. Dann hattest du deinen reingetan schon? Ich habe jetzt meine reingetan, wir brauchen immer noch 4.000. Aber meins ist ja noch nicht drin. Aber du hast nicht über 4.000, oder? Nö, na und? Also dann reicht's immer noch nicht. Ich habe nur 2.500. Etwa. Nein. Ja, 2566. Da müssen wir noch weiter wegschnetzeln. Ja, aber wir waren ja auch nur kurz. Lass mal in die andere Richtung laufen hier, Izzy. Ja, tschüss. Hey! Gehen wir in die Richtung Süden oder gehen wir in Richtung Norden, Süden? Wir gehen Richtung. Wir gehen hier am Fluss entlang, mal. Hier waren wir ja noch nicht. Fluss entlang? Hey, wir sind immer Fluss entlang gelaufen. Welchen Fluss meinst du? Ja, ich meine jetzt an der. Sorry, ich meine jetzt an der Küste entlang. Ah, okay. Also Richtung nach oben, Richtung Norden. Ja. Okay. Und ich glaube jetzt übrigens mit den hat gut funktioniert da hinten. Wir können auf Kano Island. Au, oh, ja, oh. Da würden wir auf jeden Fall ultra viel bekommen. Hä, ich sehe immer noch nichts vom Einsammeln. Ich sammle immer noch nicht ein, glaube ich. Warte mal. Er sammelt immer noch nicht ein. Das müssen irgendwelche Settings sein. Guck mal deine. Ich schaue mal. Also. Options. Da ist Ach, du gehst nicht. Unter Options? Nein, du meinst bei Harvesting Settings? Nee, ich schau mal alle rein. Ja, Harvest Ach, Settings. Ach, jetzt das Enable Resources. Aber das hatte ich vorher auch. Das hatte ich aber vorher auch. Das habe ich eben geändert, als er automatisch den Bronto abgebaut hat. Da habe ich das geändert. Ja, man sieht, du bist noch neu in Ark. Du machst das nicht seit 8 Jahren. Ja, ist okay. Wohin gehst du? Wir wollen jetzt nicht unbedingt mit den Säbelzahntigern schwimmen. Richtung. Ich würde ehrlich gesagt noch nicht auf die. Ich würde nicht auf Kano eingehen, weil ich glaube, wir kriegen es recht schnell hier alles jetzt schon. Hier ist aber immer voll wenig los am Strand. Siehst du jetzt schon ganz gut, hier geht gar nichts. Hier ist ein Schaf. Aber wenn wir. Ja, das ist kein Schaf. Ist das ein Schaf? Ich gehe rüber. Ja. Ich gehe rüber. Ey, ich habe jetzt schon 100. Ich habe 226. Cool. Fast 300 aus dem Schaf bekommen. Dann fehlen mit ja dem nur noch Weißt du, warum Kano Island ich nicht sagen machen würde? Okay. Nee. Ich wollte mit Giganotto rap. Ich wollte mit Giganotto wollte ich auf Kano Island gehen. Was willst du denn da? Hier ist ein. Hier ist übrigens wieder ein Moschus. Level 110! Bitte darf ich ihn holen, Izzy! Bitte!
Ah, dann holen halt. 110er Moshops! Haben die Leute uns nicht sogar in die Kommentare geschrieben, dass der Pelagonus viel besser ist zum. Ja, weil wir Low-Level-Moshops noch haben, aber ein 110er ist ja richtig nice. Mhm. Bitte! Hier, hol, komm sie her. Du kannst auf mein Boot kommen, wenn du willst. Was habe ich denn damit zu tun? Dann hol doch deinen Moshops. Oh nein, ich habe das Baby-Moshops gekillt. Ich bin so dumm. Ja, das stimmt. Jetzt haut der Große ab, aber ich verfolge ihn. Ich dachte, das war was anderes. Ich bin gerade einfach nochmal aus Nostalgiegründen mit dem Adler unterwegs. Ah, dann kannst du den Moshop packen. Hier, hier, siehst du ihn? Bei mir, hier. Der, ach, der, das hier ist ach, der Moshop. Der hier ist es nicht. Der hier. Am Wasser. Pff, stimmt, hier ist ja ein zweiter Moshop, Junge. Moshops Island. Was ist der für ein Level? 45 nur der andere, ja. Oh. 45er wird getötet, der gibt nämlich auch Gutheit. Endlich ein guter Moshops. Und wenn wir den noch leveln, sag ich, der wird so krank gut. Ich bin gespannt. Ich weiß, ich, ich mach nicht. Die Leute waren auch ein bisschen schon fast sauer, dass ich so gegen Moshops war. Aber ich finde irgendwie, das ist irgendwie alles. Also, es ist sehr. Ich finde diese ganze Farm schon bis jetzt echt sehr enttäuschend. Ich meine, es ist schon ganz gut. Wir haben jetzt bald genug Polymer und so. Aber ich hatte echt. Also, ich hatte echt gedacht, man macht das eine Folge, das passt. Das baut sich alleine ab und irgendwann gucken wir da rein und haben einfach richtig viel Hide. Und was passiert? Ey, ständig wieder das Thema hier, Farm. Oh, er baut doch wenig ab. Oh, er baut nicht ab. Oh, er baut automatisch ab. Oh, er ja, tötet, aber er seitdem wir es nicht. Ja, genau. Wir müssen es aber nur auf semi-automatisch stellen. Und schon ist kein Problem. Semi-automatisch und ein High-Level, schön gelevelt. Und dann ist richtig nice. Ja, dann kümmere du dich mal an den Moshops. Ich hol mal ein bisschen Hide. Ich kann Moshops-Themen auch nicht mehr sehen. Ich will Bären. Ich will Fleisch. Ich will also das. Selbst Alter, mit der Mücke machst du einfach. Also ich habe jetzt schon fast genug. Ne? Ich habe jetzt in meinem Inventar 4000 Hide. Also ich glaube, die haben mit deinem Inventar genug eigentlich. Ne, ich habe das ja schon reingezogen, mein Inventar. Du kannst ja gucken, ist alles schon in der Smithy drin. Ja, und wenn du gesagt hast, 5000 fehlen immer noch, dann habe ich es aber auf dem Rückweg, habe ich jetzt gerade. Das geht so schnell hier. Okay. Aber ich hätte halt so einen Giganotto-Run gemacht mit auf Kano Island. Das finde ich geil. Und nee, das haben wir ja gleich. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Wir wollen damit ins Redwood. Und okay, Entschuldigung. Wir wollen ja ins Redwood. Das ist ja auch voll die lange Strecke. Ich glaube, da können wir auch noch genug. Was kann der Giganotto eigentlich richtig gut abfarmen? Weißt du das? Der Giganotto kann halt zum Beispiel Fleisch und Hide gut farmen, ne? Auch Hide? Ja, ne? Ja. Klar. Langweilig. Na klar. Ich muss mal kurz hier den Frust rauslassen. Hier ist ein Mini-Pegomax. Ich muss mal den Frust rauslassen hier wegen euren Kommentaren, Freunde. So. Hoppala. So. Sag, bisschen nachladen. Ja, ja, alles 4000 gut. 4000 Heil haben wir am Start. Alles gut. So. Feierabend. Da ist der Kano. Ey, Kano, ey, ey. Ey, willst nicht die Mücke verlieren, ne? Ey, nee, das nicht, aber. Der klaut mir hier das Hide. Oh, oh, jetzt noch ein kleiner Raptor. Bam, bam. Okay, schnell, bevor das hier auf Kano Island irgendwer abbaut. Schnell mal hier gönnen. So, 219. Der Rex ist echt abgebaut schon. Ich glaub's nicht. Da hat der kleine komische Raptor hier den Rex komplett abgebaut. Oh, da ist auch ein Alpha-Raptor nochmal. Bist du nur mit der Mücke drüben? Ja, aber ich kämpf nicht mit der Mücke. Die Mücke chillt sich hier live. Oh. Ach, hier ist der kleine Moshops. Na du. Er braucht Honey. Dein fucking Ernst. Honey? Aber gut, wir haben jetzt schon mal gesaved. Was passiert hier, drin. Ist bei mir so laggy und buggy und alles gleichzeitig. Hä? Also wir sind ja bald in Redwood, dann holen wir Honey. Was ist das? Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, seit dem Update ist einiges ein bisschen komisch. Ihr habt gesehen, wie die Schüsse, die kamen irgendwie gar nicht an und ich bin die ganze Zeit so rumgeflitscht. Das ist ein bisschen eigenartig. Das Item Cache, können wir ein paar Schüsse mitnehmen. Das war ein bisschen random. Ich hole mir jetzt einen Alpha Raptor auf ganz lockere Basis. Da hab ich gar nichts gegen eigentlich, ja. Das ist okay. Da vorne ist er. Da gehe ich jetzt einfach mal eben drauf hier. Minjung! Komm her! Komm her! Zwei Schüsse, Alpha Raptor. Nix, kein Problem. 178er Crossbow, 175er Axt. Also man muss schon wirklich sagen in dem Game, wenn du Early Game bist oder so und es irgendwie schaffst, einen Alpha Raptor zu töten, das bringt dich schon weiter. Das bringt dich schon Level weiter. Level-technisch? Meinst du? Nee, vor allem die Drops. Es gibt immer geiles Werkzeug. Ach so. Das ist wirklich krass. Ja. Richtig zuverlässig. Meinst du, wir haben jetzt genug Hide?
Also ich habe 4.400 zurückgebracht. Ich bin gerade an der Smithy. So, die kommen jetzt rein. Und damit haben wir genug. Ja, wir haben genug. Okay, ich habe gesagt, wir haben genug. Ja. Aber ist doch kein Problem. Worüber lachst du denn? Ist doch gar nicht schlimm, dass ich kurz bis Kano Island drüber geflogen bin, um meinen Frust rauszulassen. Verstehe ich nicht. Gehst auch ein lila Drop. Ja, hol dir, gönn dir. Ja. Also mir ist das Wichtigste, dass es dir gut geht. Sehr gut. Ach, die Flügelschläge. Ja, wichtig ist, dass Alessio gut geht, nämlich. Ehrlich? Mhm. Ja, ja. Ach, die Flügelschläge, sah nicht schon immer so komisch aus? Egal, wir machen jetzt hier keinen großen Film irgendwie aus irgendeinem Update oder so. Wir machen einfach so weiter, wie es aufgehört hat. So, komm jetzt, lila Drop. Generation an? Ja, hab ich aber immer an. Oh Mann, noch nicht abgestürzt. Oh, vielleicht stürzt sie auch jetzt nicht mehr ab. Boah. Das meine ich nämlich, das wäre nice. Wär ja, krass. Hallo, komm, geh auf. So, wir haben zwei Wände, 11 Pipes, 3 Rampen, aber 45 Sepp, wollte ich schon fast sagen. Doch, es ist Sepp. Ne, es ist nicht Sepp. Doch, es ist Sepp und der macht Resin, wie auch immer es heißt. Resin macht er da draus, ne, aus dem Sepp. Das ist ganz geil, weil man das kann ich dann direkt ins Inventar ziehen, oder? Zack. Ja. Kann er sich eigentlich unendlich vollladen? Ne, der macht jetzt nicht hier, glaube ich, Resin draus, weil er schon voll ist. Doch. 44, sieht man das nicht irgendwo, wie er es macht? 43, okay. Er produziert das auf jeden Fall jetzt weiter. Das kann man immer schön hier ins Inventar reinziehen. Und der hat richtig Power, der ist richtig vollgeladen. Auf der linken Seite sieht man es auch nochmal. Chillig. Okidoki. Machen wir dann Mücke und Giga? Oder willst du mit was anderem fliegen dann? Wir machen... ja, Mücke und Giga macht das Sinn, oder? Ja, also die Mücke ist halt relativ anfällig, aber... Aber die macht halt auf jeden Fall am meisten Spaß. Und der Giga kann sich ja hoffentlich ganz gut wehren, ne? Das sollte der ja eigentlich hinkriegen. Das macht schon Sinn, würde ich mal sagen. Ich bin da ist die Smithy Giganotosattel und ich crafte ihn fast. Ich habe einfach den Blueprint drüber gezogen. Aber jetzt würde ich sagen, craft. Upsala, craft. Hallo? Hallo? Hallochen. Ich kann nicht auf craften drücken. Eben war es ganz kurz, dass ich die Anzahl einstellen konnte. Das ist er. Giganotosattel, craft one. Jetzt geht's. Ah, ich hätte auch einfach E drücken können. Okay. Okay, 773 Hide haben wir jetzt noch geholt. Die können wir nochmal oben drauf packen. Hide brauchen wir sowieso für alles. Wobei, wahrscheinlich mit dem Giga, bam, da ist der Sattel. Können wir da auch nochmal richtig Gas geben. Kurz ein ganz kleines bisschen, Leute. Einfach nur für euch. Sachen zurückschmeißen, Pipes hier, das, was wir gerade mitgenommen haben. Warum ich es auch immer mitgenommen habe, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. So, die wollte ich mit dem Fall für eine Katze oder so noch 10 wollten. Eine Redwood-Katze, fände ich auch sehr, sehr geil. Habe ich jetzt die zweite Falle rübergezogen hier gerade? Den Eindruck habe ich gerade. Warte mal, wie heißt Falle? Oh, Trap müsste es ja eigentlich heißen, ne? Trap. Trap. Hier zwei. Ich hatte doch gerade noch eine andere. Habe ich die andere Falle gerade rausgeworfen? Ich hatte doch gerade noch eine große Falle. Hier war die doch. Habe ich gerade irgendwas aus Versehen, irgendeine Taste gedrückt, weshalb ich die rausgeschmissen habe? Ah, da ist sie doch. Da ist doch die große Trap. Okay. So, das packen wir alles rüber. Unser Power Tower Powell. Sag mal dreimal hintereinander. Ne, du sagst Towel. Power Tower Powell. Power Tower Powell. Ja. Ja, gut. Der ist fast gestorben übrigens, weil er kein Essen hatte. Und anscheinend ist die Range nicht groß genug vom Futterdruck. Ich habe mir jetzt mal 1000 grüne Beeren hergebracht. Diese können jetzt essen. Schöne Wertberries. Jetzt ist er wieder versorgt für eine neue Pfeile. Wir brauchen einen eigenen. So, let's go. Auf den Giga. Du gehst auf die Mücke. Ich hoffe, wir kommen da jetzt überhaupt raus, weil der steht hier mittendrin. Ja, aber der Giga kann ja überall rüber jumpen eigentlich. Ja, offensichtlich. Also zumindest ist er hier drin. Oh, wir ziehen den Sattel auf den Giga. Und, boah, wir sind auf dem riesen Giga. Und ich habe sogar ein Abzeichen gerade von Steam bekommen. Du bist auf dem Rücken eines Giganotos. Ich bin der Giga-Rider. Aber ich glaube, es scheitert schon damit, hier rauszukommen. Hör mal. Ich glaube, wir sind einfach gefangen. Wir müssen den erst in eine Kryo-Kapsel packen. Als ob du eingebaut bist da drin. Oh, ja, doch, du bist draußen noch jetzt rechts. Nein. Das heißt, ich glaube, der kommt rein, aber nicht raus. Also genau das, was wir wollen. Was ist, wenn man eine Tür aufmacht hier? Vielleicht hilft das ja, ne? Ja. Ich kann mal für dich die Tür hier aufmachen. Das wäre auf jeden Fall krass. Weißt du, es gibt so Riesentüren, diese Behemoth Gates und so. Ja. Unfassbar viele Ressourcen und so. Und jetzt machen wir eine Minitür.
auf. Ja! LOL! Und es klappt auch noch. Oh, ist so random. Auf was gehen wir? Der hat 17.000 Health, der hat 400 Stamina, der hat 735 Health. Weight, ist auch sehr wenig, ne? Wie viel Weight? 735, wobei so wenig ja, ist auch nicht. Ja, mach mal 2-3 auf Weight drauf und ansonsten aber auf Attack Damage und ein bisschen Leben noch. Vor allem Attack Damage, also weil... Ja, Attack Damage. Als ob der stirbt von dem 17.000 Health. Ja, dann gehen wir eigentlich nur auf Attack Damage, aber ein bisschen am Anfang auch auf Health, damit es ein bisschen weniger nervig ist, wenn er ein bisschen was isst. Der ist aber schnell vergleichsweise, ne? Der also, es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber der ist echt schnell. Guck mal, ich bin mit der Mücke hier über dir, ich bin kaum schneller. Als wir den getamed haben. Und erste Attacke, bam, 225 Schaden. Klingt erstmal gar ohne, nicht so krass viel. Weil, ja, aber ohne einmal gelevelt zu haben. Genau, weil unsere Säbelzahntiger auch so viel machen. Oh, der hat überhaupt keine Stamina. Der hat gar keine Stamina. Ja, vor allem, wenn er kämpft wahrscheinlich. Ja, und hier vorne ist auch dieser rote, diese rote Aura hat da vorne der Trike. Oh Gott, die Stamina hat sich noch gar nicht aufgeladen. Wie langsam lädt die sich denn auf? Lol, die lädt sich total langsam auf. Okay, ich glaube, der ist eine richtige Herausforderung. Damit bis ins Redwood ist allein... Guck mal, der ist immer noch nicht voll. Jetzt ist er voll. Alter. Jetzt versuch mal durchzulaufen und vielleicht nicht zu kämpfen erstmal, weil du kommst schon, du machst schon große Schritte, sag ich mal. Trampel ich nicht auf andere drauf und töte die damit? Ja, ich mach 100 Schaden einfach. Das... Der Gustav hat einmal den Chitornis das war's. Gekillt mit drauftrampeln. Okay, und jetzt wieder warten. Und ultra lange warten. Ich weiß nicht, wenn ich absteige, bringt das irgendwie... Oh, was macht er? Der geht dann. Von alleine auf. Ja, der greift, weil er wird angegriffen. Du musst einmal kämpfen gegen die. Ich sehe ja gar nichts. Boah, ganze der hat einen riesigen Radius, aber wo der trifft. Guck mal, der beißt ganz woanders und alles im Umkreis stirbt. Ja. Das ist krank. Der ist das da hinten ist krank, an der Hinterpfote da irgendwie gefühlt. Ja. Und trotzdem trifft er alle. Nochmal? Ja. So. Und wenn du Level hast, mach mal ein bisschen auf Stamina vielleicht. Oh, ich bin wieder unten. So, ich glaube, der war auf aggressiv oder so. Will er nicht. Hä? Passiv. Was macht der? Ach, er geht zurück zum Paul! Ich muss sagen, dass er mir folgen soll. Hä? Mir wurde mein Water Jar geklaut von irgendeinem so kleinen Vogel. Ja, geh mal auf den Giganotto rauf und verteidige dich mal. Die nehmen dich nicht ernst, Izzy. Du musst mal ein bisschen mal zeigen, wer du bist. Ja, das geht relativ schnell dann. Aber gehen wir jetzt auf Stamina drauf? Alter Junge, wie viel Schaden du im Wasser gemacht hast! Gehen wir denn auf Stamina drauf? Weil der hat ultra wenig Stamina. Ja, ich würde ein bisschen auf Stamina dann gehen. Weil wir wollen ja eigentlich schon mit dem unterwegs sein, weil in Fights können wir ja nicht so richtig viel machen, also Stamina ja schon wichtig. Oh, noch so eine Trophy. Da habt ihr übrigens gesagt, dass ich angeblich falsch rum hingestellt habe, die Trophy. Diesen Trophy-Ständer. Die können wir auch noch mitnehmen, das nehmen wir auch noch mit und den können wir rausschmeißen. Was mich mal interessieren würde, ist, geh mal oben rauf und steig dann aber ab, dann bleibst du oben drauf stehen, ne? Mhm. So, und jetzt pass mal auf, jetzt mache ich nämlich mal auf Folgen. Und jetzt mal gucken, ob du drauf bleibst. Ah, dann verbraucht er keine Stamina, weil er folgt. Aber er folgt. Genau, aber bleibst du drauf? Ja, bis jetzt ja. Oh, aber. Also dann die Wegfindung. Ich meine, bei Wegfindung kannst du ja sofort immer schnell wieder aufsteigen und schnell die Weg. Ah ja, warum nicht, ne? Wenn er angegriffen wurde, denkt er sich, ja komm, rauf da. Dann kann ich ja mal kurz gucken im Inventar. Er hat jetzt 300 Hide. Oh, und hier können wir nochmal auf Stamina gehen. Hier, 5 Stück. Zack, 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 zack. Oh, da kommt ja gar nichts mit dazu. Aus 400 wurde 420. Der kriegt irgendwie 5 mit dazu oder so. Da kommt wieder ein Terrorbird. Ist es echt so, dass ein Terrorbird uns angreift? Nee. Doch, ich glaube, Terrorbird greift so ungefähr alles an. Deswegen, selbst ein Giganotto. Aber der Terrorbird ist, glaube ich, krank. Der stand nur unter uns. Haben nichts gemacht. Ich habe unten rechts unter dem Gewichtssymbol ist noch so ein rotes Herzsymbol. Ah, ja, das ist, wenn er raged oder sowas. Dann, wenn er zu viel Schaden bekommt, dann raged er. Und dann... Ist das so eine Special Ability? Nee, dann greift er dich an. Dann wird er wütend. Greift er mich selber alles an? Ja. Ist ja, was ist das denn? Ist ja frech. Ja, ist gefährlich halt, ne? Sitzt du gerade auf ihn drauf? Ich hab einfach gerade eine Kamera auf dem Kopf. Ja, ich bin jetzt gerade wieder von ihm runtergegangen. Weil ich mal gucken wollte, wie sich die Stamina regeneriert, wenn ich, irgendwie sehe ich es hier gerade nicht. Weil solange du nicht drauf bist, selbst wenn er läuft, glaube ich, regeneriert sich die Stamina. Deswegen ist es doch eigentlich ganz praktisch, wenn du mir jetzt die ganze Zeit hier sozusagen nicht drauf sitzt, sondern nur drauf stehst. Ja. Und er mir folgt. Und wenn er doch irgendwo festhängt, steigst kurz auf und gehst um das Hindernis rum und dann danach geht's weiter. Ja, also Stamina regeneriert auf jeden Fall, während er dir folgt. Und da reißt ja alle Bäume ab. Das ist eigentlich ganz geil. Nur sein Folgen, du bist ja schon Kilometer weiter.
Da kommt er nicht drauf klar. Jetzt bleibt er hier überall hängen und so. Du darfst auf jeden Fall nicht weiter als 50 Meter vor mir sein, gefühlt. Sonst aber sonst gehst du dann kurz rauf immer in dem Moment, weißt du? Ja, machst kurz auch, richtig ja, und dann direkt wieder absteigen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen perfektioniert, kann das eigentlich ganz gut funktionieren. Also, es ist auf jeden Fall nice, um das Ganze jetzt hier mal auszuprobieren. Und der ist natürlich auch ultra, ultra stark und so weiter. Aber, ja, regelmäßig mit ihm unterwegs sein, ist halt schon auch mal ein anderer Vibe, sag ich mal. Oh, komm, was macht der denn jetzt schon wieder? So, jetzt bin ich drauf. Jetzt kann ich hier wieder nochmal ein Stück latschen. Okay. Aber so ewig hat es jetzt auch nicht gedauert, ne? Hier sind wir ja schon im Redwood und jetzt ist hier auch richtig gerade durchzugehen. Das war auch wirklich zerklüftet, wo wir waren. Genau, und jetzt müsst ihr dir ja wieder folgen. Ich glaube, er läuft auch einfach mitten durchs Wasser durch, oder? Weil er so große Beine hat, dass er trotzdem läuft. Ja, ich glaube das auch. Das juckt ihn nicht wirklich. Zumindest hier und nicht. Und so ist er ja schon nicht so langsam. Frag mich, warum er die ganze Zeit hier so nach links läuft. Warum? Also du bist ja ganz klar rechts. Warum läuft er denn so doll nach links immer? Vielleicht will er immer ans Ufer, wenn so lange es geht oder so. So sieht das echt aus. Guck mal, der geht gar nicht freiwillig ins Wasser, oder? Doch, aber... War komisch. Okay, ich gehe jetzt mal wieder auf ihn drauf. Okay, manchmal geht's nicht. Perfekt, zu spät. Ach, willst du hier durchlaufen, weil du dann und dann links ins Redwood, anstatt sich hier vorne durchzuschlagen? Egal, wir können auch hier von hier vorne ein bisschen zurück. Kannst du mal gucken, wo es am leichtesten hochgeht, ja, ich glaube, hier links jetzt direkt ist, glaube ich, fast noch besser als an der Spitze. Ja. Oh, ich kann ja gegen Spino kämpfen, oder? Na, hey, du kannst gegen alles kämpfen, Izzy. Du bist auf dem fucking Giganoto. Du kannst machen, was du willst. Okay, wenn... Sobald die Stamina wieder aufgeladen ist, Leute... Geht's hier aber richtig los. Wo ist der Gigant-Spino überhaupt? Direkt vor uns im Wasser gewesen. Boah, die Stamina lädt langsam auf. Ich muss gar nicht absteigen. Ich dachte irgendwie, das lädt schneller auf, wenn ich absteige. Aber es lädt auch dann ultra langsam auf. Oh scheiße, wenn ich beim Spino bin, habe ich schon wieder keine Stamina mehr. Aber du kannst ja trotzdem noch kämpfen. Ja. Moin, Spino. Ich bin sogar ein bisschen rot, weil ich ein ganz kleines bisschen Fallschaden bekommen habe. Hä? Der kommt dann einfach resigniert. Ah, okay, er kämpft doch ein bisschen wenigstens. Guck mal, er macht einfach Izzy 18 Schaden. Nein, nicht abhauen! Nicht abhauen! Ich kann nichts machen, wenn du abhaust. Komm wieder zurück. Ja, genau. So ist gut. Zack. Das Izzy, das war ein Spino Level 95. Immerhin, guck mal, rechts ist ein Alpha Raptor, dann kannst du auch killen. Ein Spino Level 95 und der hat hier 23 Schaden pro Biss gemacht, weil wir diesen kranken Sattel haben. Easy. Also der Sattel ist schon richtig gut. Fest. Ach stimmt, der Sattel, den haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Oh mein Gott, hänge ich hier scheiße fest. Leute, ist das eine Katastrophe, ja. Oh nein. Hier. Wo ist er? Hier, rechts von mir. Hallo, Alfie. Zack. Zack, 756. Zack. Ich merke gar nichts von dem, außer dass ich gleich umkippe, weil ich keine Stamina mehr habe. Aber was wirklich total geil ist, ist halt dieser Radius. Also selbst wenn der irgendwo unter mir hängt, neben mir hängt, oder so, der kriegt immer Damage. So, aufgefuttert. So, was hat der? Und jetzt kannst du auch gleich mal ein bisschen auf Schaden gehen, damit du auch mal ein bisschen mehr Schaden leveln kannst. Ja, aber Stamina wäre schon entscheidend, ehrlich gesagt. Ohne 197er Pike? Ah, ich habe eine 273er, okay. Ja, aber ich weiß bei Stamina nicht, ob die sozusagen sich so lohnt oder ob man halt, weiß, ob jetzt nach 10 Sekunden oder nach 11 Sekunden Stamina weg hast, ist scheißegal. Der ging ja auch von 400 auf 420 Schaden. Mit 4 Level, das ist ja echt nichts, was dazugekommen ist, meine ich. Ja, deswegen würde ich vor allem vielleicht doch mal auf Schaden gehen, weil damit machst du halt wirklich richtig den Unterschied. Ja. Ja, zum Farmen ist der halt krass, ne? Also hier, ich kann ja, also was der hier alles abfarmt, ich wusste ja nicht mal, dass da Dinos sind. Guck mal, die ganzen Anzeigen, wir sind nicht in irgendeiner Höhle oder so, sondern wir sind hier einfach nur am Strand und ich kill gefühlt irgendwie so alles im Radius. Auch diese ganzen Minitiere und so, die ich überhaupt nicht sehe, die werden einfach mit weggesnackt, aus Versehen so, nebenbei. Oh, da vorne ist noch ein Rex. Rexchen! Hallo! Alter, dann muss ich einfach jetzt voll auf Angriffsschaden mal gehen und dann mal, dann kannst du nämlich statt 250 normalen Schaden vielleicht 500 Schaden bald machen. Ja, probier's mal, wir gehen mal voll auf, das bin ich, Moment. Boah, der hat 28 Level-Ups. Weil wir Schaden. Bau mal alles voll auf Schaden. Soll ich mal gucken, alles? Ja, alles auf Schaden machen. Ah, und dann mal gucken, Alter, wie viel Schaden er macht mit 28 Level-Ups. Krass, und er hat auch schon wieder das Inventar voll. Weil wir hier so viel Primeat haben. Und ja, knapp 2, 3 auf Weight kannst du auf jeden Fall auch nochmal machen. Okay, wir sind voll auf Schaden. Ist hier noch irgendwas? Ah, davon ist ein Bronto. Ist das schon wieder ein Alpha? Nee, das ist einfach nur ein
kleiner mit einem roten Fiumi in der Umgebung hier, ne? Zack, weggesnackt. Der ganze Knubbel hier wird gefressen. 154 machen wir bei dem Bronto. Ja, aber ich glaube 309 war gerade der normale Schaden. Ich glaube, du bist sozusagen, je nachdem, wo man trifft, hat der irgendwie einen schlechten Multiplikator. Weil du hast auf jeden Fall jetzt 250 gemacht. Hinter dir ist irgendwas, was rot leuchtet. Ein roter, ja, doch, das ist schon wieder ein Alpha. Ja, mal gucken, was du bei dem machst. 1000 fast. Aber nur beim ersten Schlag. Ah, doch. Bei Headshot ist der Multiplikator. Habe ich ihn schon getötet? Ich sehe nichts mehr. Nee, du bist halt mitten in diesem Baum drin. Aber der ist doch tot, oder? Also ich sehe ihn nicht, wahrscheinlich ist er tot, ne? Ja, ich glaube, der stand doch, glaube ich, da. Und wir haben auch gerade schon wieder Level-Ups bekommen. Ja. Da ist die Kiste, glaube ich. Nee, das ist ein Bronto, glaube ich, gewesen. Siehst du hier noch irgendwo eine Kiste von einem Alpha? Nee. Der war hier irgendwo in dem Baum drin, ne? Vielleicht hat aber auch der Dino alles aufgenommen, also der Giganotto. Nee, hat er eben auch nicht. Nee, stimmt, da ist nichts drin irgendwo in der Art. Irgendwo muss hier eigentlich eine Tüte sein, weil leider ist gerade der Baum umgekippt. Und dann war es irgendwie schwer zu sehen. Vielleicht ist er auch genau hier in diesem Busch drin. Ich weiß es nicht so genau, ich sehe es auf jeden Fall gerade nicht. Ja, da liegt damit nur bei 77%? Bei dem, obwohl so viele Level drauf sind, 77% nur? Krass. Ich bin aber gerade auf Melee Damage komplett drauf gegangen. Ja, ja, kann sein, aber weißt du, normal startet das immer bei so hohen Prozentzahlen direkt, weißt du? Ja. Also Mücke haben wir eigentlich gar nicht drauf gelevelt und die ist bei 143% schon. Ja, das ist ja das, was ich auch meinte, mit den Sätteln und so. Die sind bei 25, dann hat man einen mit 100. Ja, da haben wir es aber gelernt. Da stand in Kommentaren, 25% Armor bedeutet die Hälfte von Schadensreduktion. Das heißt, wenn du halt eigentlich 100 Schaden bekommst, bekommst du 50 Schaden. Und mit jedem 25% Armor-Punkte mehr, hast du wieder die Hälfte des Schadens. Das heißt, wenn du zum Beispiel 100 Armor hast oder eine Rüstung mit 100, dann machst du nur nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, nicht ein Achtel, sondern ein Sechzehntel des Schadens kommt dann nur noch durch. Ja, aber das ist doch voll kompliziert trotzdem. Es ist unnötig kompliziert, klar, aber zumindest kann man es so verstehen. Na gut. Stand in den Kommentaren drin, ihr habt das gelesen, Leute. Ich lese auch immer alle Kommentare, aber manchmal vergisst man auch Sachen wieder, weil es halt eine Woche her ist, dass man es gelesen hat. Ja, das ist ein bisschen das Problem leider, ja. Aber ich versuche echt alles zu lesen, sogar also auch bei Izzys Video, ich lese immer wieder alles durch. Und das war ein guter Tipp, danke dafür. Aber was wirklich nervig ist, ist, dass wir ja so viel Primeat sammeln, dass permanent das Inventar voll ist und er dann nichts mehr aufnimmt, ne? Aber wobei, die er schon im Inventar hat, die nimmt er ja trotzdem auf, ne? Hyde und so sammelt er ja dann trotzdem, wenn Hyde schon im Inventar noch nicht voll ist. Ja, er macht nur kein neues, guck euch das an, was das hier für ein Krieg ist einfach. Mit den ganzen Bäumen, die auch noch umfallen. Kleiner, du weißt mal... Junge, guck dir das an! Quetzal. Da kommen noch mehr Trikes an. Alter, alle gegen uns und schadensmäßig juckt uns das überhaupt nicht. Da passiert gar nichts. Das bisschen Schaden, was noch da ist, ist immer noch eben von meinem Fall Damage, weil er ein bisschen gefallen ist. Die anderen machen hier, weil ich das so juckt, den wirklich überhaupt nicht. Also hier auf Leben zu skillen, wäre wirklich völlig verschwendet, glaube ich. Da unten sind auch die ganzen Kleinen. Die Baby-Brontos auch noch direkt vor uns. Also ich glaube, mit diesen ganzen Leveln, die du reingemacht hast, das hat jetzt gebracht, dass wir statt 250 309 Schaden machen. Also immerhin so 60 mehr ungefähr. Und mit den 60 mehr Schaden, ich meine, sind mit immerhin mit jedem einzelnen Biss, guck mal, in welcher Geschwindigkeit er beißt. Das ist ja dann schon echt auf die Zeit gerechnet sehr, sehr viel. Ja, das 20% mehr Schaden auf jeden Fall. Und das kann halt dazu führen, dass du Sachen halt im One-Shot oder in Zwei-Shots statt in Drei-Shots killst, was man hier einen Unterschied macht zwischen voll nervig und die machen Schaden oder laufen weg oder einfach direkt tot. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall der Giga. Wir sind auch da drüben schon in Redwood, da wollten wir eigentlich hin, aber hier vorne hat sich gerade ergeben, mal so viele große Tiere wegzusnacken und es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Stamina, ja, rechnet man mit, ne? Ist normal. Wendekreis ist Katastrophe, wie beim T-Rex, auch die Stamina nicht so geil, aber dafür ist er halt der absolute Killer und dem kann halt überhaupt nichts passieren. Also wenn wir schaffen, dass der stirbt, also dann verliere ich ja wirklich den Glauben komplett an uns, also... Ja, naja gut, jetzt habe ich es ausgesprochen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, takes it, sie nehmt es nämlich zu ernst. Auch morgen um 14 Uhr geht es dann wieder weiter beim DNA. Bis dann, macht's gut und tschüss! Tschüss!